Bundesregierung arbeitet seit langem mit den Kräften hier in der Region Kurdistan, Irak, zusammen. Wir bieten Ausbildungsaktivitäten an hier in der Region, aber wir bieten natürlich auch Ausbildungsaktivitäten in Deutschland an. Und diese Ausbildung wird natürlich erleichtert, wenn man die Sprache auch kennt und den direkteren Zugang zu den Ausbildern hat. Deswegen unterstützen wir gemeinsam mit den Kollegen aus Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika dieses Sprachlehrzentrum.